Hallo ihr Lieben, heute soll es noch eine Buch-Reihenvorstellung geben, denn ich habe den dritten Teil der Götterleuchten-Reihe gelesen. Und zwar ist das dieses Buch hier, Glanz der Dämmerung, da es ja wie gesagt der dritte Teil ist. Und ich zu dem dritten Teil nicht wirklich viel sagen kann, wenn ihr die ersten beiden Teile nicht kennt. Hier nochmal ganz kurz, worum es in dieser Reihe eigentlich geht. Im ersten Teil der Götterleuchten-Reihe, Erwachen des Lichts, treffen wir wieder auf Seth. Seth ist ein Nebencharakter aus der Dämonentochter und für Seth ging das Ganze bei der Dämonentochter nicht so hundertprozentig super aus und er muss jetzt mit den Konsequenzen erstmal klarkommen. Und ja, er versucht das Beste draus zu machen und ja, Seth bekommt dann einen Auftrag vom Gott Apollo. Er soll dessen Tochter beschützen. Sie ist eine Halbgöttin und man braucht sie, denn in der Dämonentochter-Reihe ist es so gewesen, dass die Titanen am Ende befreit wurden. Und jeder, der ein bisschen griechische Mythologie kennt, weiß ja, dass die Götter die Titanen einst angekettet haben im Tartarus, damit sie nichts Schlimmes mehr mit den Menschen machen und so. Auf jeden Fall ist es so, dass am Ende der Dämonentochter-Reihe die Titanen befreit wurden und ja, jetzt müssen die Götter ihre Kinder quasi zur Hilfe rufen, um die Titanen wieder einzufangen. Und Seth soll jetzt die Tochter des Gottes Apollo finden und beschützen und zum Covenant bringen, wo sie in Sicherheit ist. Und ja, so trifft Seth auf Josie. Und Josie ist ein typischer Mensch. Sie ist ein kleiner Trottel und sie kann nicht wirklich mal gerade auslaufen, ohne zu stolpern. Und ja, sie soll jetzt gegen die Titanen kämpfen. Das kann eigentlich nicht gut gehen. Und bei den beiden ist es am Anfang auch gar nicht so leicht, denn Seth entführt Josie dann schlussendlich, weil sie ihm natürlich nicht glauben tut. Und ja, was die beiden dann so alles erleben und ob sie es halt zum Covenant schaffen, das ist es, worum es im ersten Teil Erwachen des Lichts im Prinzip geht. Wie gesagt, im Großen und Ganzen geht es halt um den Kampf Götter gegen Titan. Ich muss sagen, ich fand die Dämonentochter-Reihe schon richtig, richtig gut. Ich weiß immer noch nicht, warum das Dämonentochter heißt. Ihr wisst, ihr kennt meine Meinung dazu. Ich habe die schon mehr als einmal kundgetan. Naja, auf jeden Fall fand ich den ersten Teil richtig gut. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass Seth jetzt nochmal seine eigene Spin-off-Reihe bekommen hat. Und ja, der erste Teil hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und wenn ihr Bock auf Göttergeschichten habt, schaut euch Erwachen des Lichts auf jeden Fall an. Ich werde jetzt noch ein bisschen mal kurz auf den zweiten und dritten Teil zu sprechen kommen. Also falls ihr die Reihe noch nicht kennt, schaltet jetzt ab. Und kommt später wieder zurück, falls ihr sie lesen wollt. Ansonsten, wenn es euch gar nicht interessiert, schaltet auch ab. Ansonsten, wenn ihr die Bücher nicht lesen wollt, euch interessiert aber, was ich dazu zu sagen habe, dann bleibt einfach dran. Ach, ihr macht das schon. Ich werde jetzt einfach mal kurz auf den zweiten Teil zu sprechen kommen. Und dann natürlich zum dritten. Im zweiten Teil, im leuchtenden Sturm, ist es so, dass Josie schon gegen einen Titan gekämpft hat. Und zwar gegen Hyperion. Und am Ende vom ersten Teil ist das Ganze nicht so 100% ohne Folgen geblieben. Und mit diesen Folgen müssen sie jetzt im zweiten Teil klarkommen. Ich muss sagen, dass der zweite Teil bisher mein absoluter Lieblingsteil ist. Hier gibt es einen Charakter, der dann eingeführt wird in diese Geschichte. Ich habe so, so gelacht. Also das ist ein Charakter, den man einfach nur, wo man sich einfach nur fragen kann, oh mein Gott, bist du blöd, ey. Und auch die Charaktere finden den halt blöd und machen sich über den lustig. Und das war so, so toll, das zu lesen. Und ja, wenn ihr wissen wollt, was das für ein Charakter ist, dann müsst ihr dieses Buch lesen. Das ist richtig, richtig gut. Und was ich auch total im zweiten Teil gefeiert habe, ist, dass wir hier Alex und Aiden wieder treffen. Unsere zwei Hauptcharaktere aus der Dämonentochter. Das fand ich so toll. Ich habe hier gejubelt und habe gedacht, yay, Alex und Aiden sind wieder da. Denn Alex und Aiden sind ein so, so tolles Paar. Ist eins meiner absoluten Lieblingspaare. Aus allen Büchern, die ich je gelesen habe und habe ich total gefeiert. Und wie gesagt, im zweiten Teil geht der Kampf gegen die Titanen weiter und in die nächste Runde denn alle Halbgötter von den Göttern müssen noch gefunden werden und das ist gar nicht so einfach. Und am Ende vom zweiten Teil kommt es natürlich richtig, richtig dicke. Und damit wären wir jetzt beim dritten Teil. Also ich möchte jetzt wirklich alle bitten, die den ersten und den zweiten Teil noch nicht gelesen haben, schaltet bitte, bitte ab, sonst spoilere ich euch jetzt, wie eigentlich im Vorfeld auch schon, aber ach, ihr wisst das mit dem Spoilern, das hatten wir ja letztens schon in dem Video, diese Diskussion mit dem Spoilern. Aber auf jeden Fall möchte ich euch jetzt etwas zum dritten Teil erzählen, deswegen, falls ihr den zweiten noch nicht kennt und ihr wollt euch noch überraschen lassen, dann schaltet jetzt bitte ab. Also mehr als 20 Millionen Spoilerwarnung kann ich jetzt an dieser Stelle auch nicht geben. Im dritten Teil, Glanz der Dämmerung, setzen wir wieder genau dort an, wo der zweite Teil aufgehört hat. Seth ist ja am Ende vom zweiten Teil zum Göttermörder geworden und hat Josie verlassen. Und ich muss sagen, die Entwicklung, die Seth in diesem Buch macht, ist so genial. Ich habe
so gedacht, wie cool ist das denn? Woraus kam, was mit Seth in diesem Buch noch alles passiert? Zur Handlung kann ich ja eigentlich nur sagen, dass wir, wie gesagt, direkt an der Geschichte ansetzen. Wir erleben, wie sich die Handlung halt auf der einen Seite bei Seth entwickelt, auf der anderen bei Josie. Es passiert ganz, ganz viel. Die Titanen spielen hier noch wieder eine ganz, ganz große Rolle. Und da Seth am Ende vom zweiten Teil ja auch einen Titan getötet hat, bleibt das Ganze natürlich nicht ohne Folgen. Und ja, was halt, wie gesagt, mit den Titanen alles noch passiert, und ob sie es schaffen, die Titanen zu besiegen und was das alles für Folgen nach sich zieht, wenn die Titanen vernichtet werden. Das ist es, worum es im dritten Teil schlussendlich geht. Ja, der dritte Teil ist ja noch nicht das Ende. Es kommt ja nächstes Jahr noch ein vierter Teil und ich hoffe wirklich sehr, dass der Verlag den vierten Teil dann auch noch mit rausbringt und übersetzt. Und ich bin so gespannt auf das Ende. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass man hier beim dritten Teil gemerkt hat, dass es quasi ein Übergangsteil ist, in Vorbereitung auf das große Finale. Denn es ist schon einiges passiert in dem Teil, aber nicht so wahnsinnig viel. Also das, was passiert ist, wurde sehr, sehr gut definiert und es wurde sehr viel drüber gesprochen und man hat sehr, sehr viel Informationen dazu bekommen. Und es sind natürlich hier auch ein, zwei Stellen wieder in diesem Buch gelesen, die so, what? Gewesen sind, wo man absolut nicht mit gerechnet hätte. Gerade das eine am Ende, ich habe gedacht so, what the fuck? Oh mein Gott. Und ja, aber ansonsten muss ich sagen, dass von der Action her und von der Spannung her und auch vom Tempo her, dass der dritte Teil da wirklich schon sehr zurückgenommen war im Vergleich zum ersten und auch zum zweiten. Weswegen ich für mich sage, man merkt, dass es halt, wie gesagt, so ein Übergangsvorbereitungsteil auf das große Finale ist. Man bekommt hier im dritten Teil sehr, sehr viel erklärt, auch über dieses ganze Drum und Dran und wieso, weshalb, warum das alles so ist, bekommt man hier alles wirklich richtig gut erklärt, sodass man auch die ganzen Hintergründe mal endlich verstehen kann. So alles, was bisher noch nicht so auf den Tisch gepackt wurde, kommt jetzt auf den Tisch und man erfährt wirklich, wie gesagt, einiges. Das fand ich richtig gut, denn somit sind diese Lücken, die ich noch hatte, auch jetzt nun alle gefüllt und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie das Ganze jetzt hier ausgeht. Aber wie gesagt, es war halt von der Handlung her ein bisschen nicht langweilig, um Gottes Willen, langweilig war es nicht, aber es war halt zurückgenommen so im Vergleich zum ersten und zweiten Teil. Was die Charaktere betrifft, kann ich nur sagen, dass die Entwicklungen, die Josie und auch Seth hier in diesem Buch gemacht haben, mir wieder richtig gut gefallen haben. Gerade bei Josie merkt man doch, dass sie halt als Mensch aufgewachsen ist und nicht wie alle anderen an diesem Covenant und zu Kriegern ausgebildet worden sind. Und das finde ich ganz, ganz toll, denn dieses Menschliche, was sie an sich hat, das mag ich total. Da sympathisiere ich total mit ihr. Und dass sie halt auch mit der Zeit sich das behalten hat, obwohl sie jetzt natürlich schon besser ist im Kämpfen und ihre Kräfte nutzen kann und das alles, ist sie trotzdem halt noch ein ganz normales Mädchen, was auch mal über ihre eigenen Füße stolpert und das fand ich ganz, ganz toll. Und ja, wie gesagt, ich kann nur sagen, die Entwicklung, die diese beiden in diesem Buch wieder gemacht haben, hat mir richtig gut gefallen. Fand ich wieder ganz, ganz toll. Zum Setting kann ich nur sagen, dass dieses Buch wieder teilweise am Covenant spielt, also an dieser Schule, die wir ja schon kennen. Dann spielt es teilweise noch in Griechenland auf einer richtig coolen Insel. Auch stell mir das so schön vor dort, ne? So richtig, richtig schön. Und dann haben wir noch ein paar andere Orte, die ich jetzt hier nicht benennen möchte, weil ich euch sonst spoilern würde. Und ich muss sagen, dass mir das Setting wieder richtig gut gefallen hat. Ihr wisst, Jennifer Armentrout, meine Queen, sie schreibt einfach toll. Ich kann mir das richtig alles gut vorstellen. Ich kann mir die Szenen gut vorstellen. Ich kann mir die Interaktionen gut vorstellen. Ich kann mir die Orte gut vorstellen. Ich habe bei ihr einfach wirklich immer ein ganz, ganz tolles Bild im Kopf. Und das ist bei ihr nicht wie, wenn ich lese so, sondern wie, wenn ich einen Film gucke, wenn ich das lese halt. Und das hat mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, zum Schreibstil brauche ich auch nichts mehr sagen. Der Schreibstil war wieder richtig gut. Ich habe sehr, sehr viel gelacht wieder in dem Buch, allein durch Seth und seine arrogante Art, die er einfach mal an sich hat. Und er ist halt nicht der Gute, er ist halt wirklich einfach mal so ein bisschen der Bad Boy und das behält er sich auch bei. Also er entwickelt sich in diesem Buch jetzt nicht einfach aufgrund der Ereignisse zum Supertypen, der für jeden nur das Beste möchte. Nein, das ist nicht Seth und so verhält er sich auch nicht. Und das finde ich richtig, richtig gut, dass die Autorin da wirklich auch ihrem Charakter treu geblieben ist. Und ja, ich liebe den Schreibstil von Jennifer Armentrout. Wie gesagt, einfach, er ist on point, mein Geschmack. Und da geht nichts dagegen. Und ich freue mich schon wirklich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig toll auf den vierten Teil. Ich bin schon so, so gespannt. Und ich habe jetzt noch eine kleine Überraschung für euch, wer jetzt bis hierhin durchgehalten hat und dran geblieben ist. Ich habe aufgrund Verkettung unglücklicher Ereignisse das Buch doppelt bekommen. Ich habe es noch einmal hier komplett eingeschweißt und niegelnagelneu und ich möchte dieses Buch gerne an euch verlosen. Und wer von euch den ersten und den zweiten Teil schon gelesen hat und den dritten noch nicht,
dem würde ich gerne dieses Buch zukommen lassen. Ihr müsst mir dafür einfach folgende Frage beantworten, die ein fetter Spoiler ist. Deswegen möchte ich, wenn ihr mir darauf antwortet, falls überhaupt jemand darauf antwortet, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass da keiner darauf antwortet, aber egal. Also wenn ihr dieses Buch gewinnen wollt, dann möchte ich, wie gesagt, schon, dass ihr den ersten und den zweiten Teil schon gelesen habt, denn wie gesagt, es ist ein dritter Teil und es wäre doof, wenn ihr die ersten beiden nicht kennt. Beantwortet mir bitte die Frage, welcher Charakter kommt im zweiten Teil drin vor, den keiner leiden kann? Schreibt bitte mir die Antwort ein bisschen mit Leerzeichen, dass die Leute, die die Kommentare lesen, nicht gleich gespoilert werden, wenn sie das lesen, sondern erstmal nichts sehen oder so. Schreibt mir einfach, wie gesagt, den Namen da rein. Wenn ihr den zweiten Teil kennt, wisst ihr das auf jeden Fall. Dieser Charakter ist so dumm. Dieser Charakter ist so selbstverliebt und von sich überzeugt. Also ich glaube, ihr wisst, wen ich meine. Und ja, wenn ihr das Buch haben wollt, beantwortet mir einfach die Frage. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde sagen, wir lassen dieses Gewinnspiel auch wieder 4 Wochen laufen, damit auch alle Leute, die das Video nicht gleich sehen, noch eine Chance drauf haben. Und ja, ich hoffe, ich kann euch damit noch eine kleine Freude machen. Und vielen, vielen Dank, Jenny, dass ich dieses Buch auch noch mit verlosen darf. Bedankt euch auch bei meiner Nachbarin, denn durch sie ist das Ganze entstanden. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle nicht zu sagen. Ich wünsche viel Spaß beim Gewinnspiel und viel Erfolg und ich hoffe, es macht überhaupt jemand mit. Das ist immer so ein bisschen so bei so dritten Teilen, das ist immer so ein bisschen schwierig, ne? Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle nicht zu sagen, außer dass dieses Buch wieder ganz, ganz toll war, aber halt nicht so ganz perfekt wie der erste und der zweite Teil. Ich kann es euch trotzdem wirklich nur ans Herz legen und empfehlen. Ich bedanke mich ansonsten wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.